Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bauchjoff-Sendung. Hat mal wieder ein bisschen gedauert, bis ich soweit war, hier wieder auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Und dieses Video geht mal vor allen Dingen gerade so an die, die gerade mit Vereinsamung zu tun haben. Das ist nämlich tatsächlich auch ein Thema, mit dem ich auch in den letzten Wochen sehr konfrontiert war, weil ich gerade wirklich sehr zurückgezogen lebe. Also auch für meine Begriffe nochmal sehr zurückgezogen. Vor allen Dingen, seitdem ich mich aus den Netzwerken Facebook und Instagram zurückgezogen habe, ist erstaunlich, mit wie vielen Leuten ich automatisch überhaupt gar keinen Kontakt mehr habe, mit denen ich vorher regelmäßigen Kontakt habe. Und wie wenige sich auch melden, wenn ich mich nicht melde. Was für mich kein Drama ist, das ist soweit absolut okay mit mir, zumal ich ja eben weiß, dass gerade jeder sowieso in seinem eigenen Film sitzt. Und da muss man nicht mal unbedingt an den Bauchi denken. Finde ich eigentlich ja ganz prima. Ich rede mir dann einfach ein, dass die Leute halt gerade so sehr mit sich beschäftigt sind, dass das gut ist, dass sie nicht mit dem Bauchi beschäftigt sind. Weil es ist ja auch mein Job, mich mit mir zu beschäftigen. Und ich fand das nochmal sehr interessant, dass alles jetzt nochmal auch in den letzten Wochen so einfach zu beobachten, was da in mir so passiert. Und das erste Mal war das halt wirklich, dass ich einer Freundin, also dass ich das ausgedrückt habe, dieses Empfinden in mir, dass ich gesagt habe, ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht vereinsame. Und wenn ich sowas sage, und zum Glück habe ich gelernt, mir selber beim Reden zuzuhören, dann klingeln bei mir halt eben automatisch die Alarmglocken. Ne, wenn irgendetwas ist, was ich einleite mit ich muss aufpassen, dann ist Gefahr im Verzug. Dann ist etwas im Verzug, was ich eigentlich nicht erleben möchte. Und wer will schon vereinsamen? So, und ich weiß, dass ich halt eben mit dem Thema gerade in keinster Weise der Einzige bin, weswegen das für mich auch im Moment überhaupt gar kein Problem ist, da offen drüber zu reden. Warum sollte ich mich auch dafür schämen? Das Ding ist halt, dass im Moment es tatsächlich auch so ist, dass ich mich ja auch zurückgezogen habe, weil mir das Verhalten der meisten Menschen im Moment nicht gut tut. Ich muss mir das nicht reinziehen, wie Leute aufeinander einhacken, weil sie unterschiedliche Perspektiven aufs Leben haben und unterschiedliche Ängste haben. Und sich dessen nicht bewusst sind und deswegen mit dem Blödsinn weitermachen. Und wenn ich aber halt begriffen habe, dass das alles unnötig ist, dann weiß ich halt nicht, warum ich es weitermachen sollte. Und das ist halt eben auch so ein Ding, was für mich halt eben als Menschenfreund, als bekennender Teil auch dieser Menschheitsfamilie ist das halt eben so, dass ich wirklich euch auch am liebsten glücklich und lachend sehe. Und genau das habe ich so wenig in der letzten Zeit erlebt. Dass ihr unbedarft seid, dass ihr
problemlos seid. Ich würde jeden einzelnen von euch glücklich machen, wenn ich das könnte. Wenn ich irgendwie wie bei Sims einen Cheat eingeben könnte und mit zwei Mausklicks sagen, Characters glücklich. Aber das kann ich leider nicht. Wenn ich das könnte, hätte ich das längst getan. Aus reinem Eigennutzen hätte ich euch alle glücklich gemacht. Aber das kann ich nicht. Das kann niemand. Ich kann mich glücklich machen. Und das tue ich auch sehr erfolgreich. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit mir. Aber du musst begreifen, dass du in deinem Drama, in deiner Misere, in der du dich gerade befindest und dich nicht wohlfühlst, auch der einzige Mensch bist, der dich glücklich machen kann. Und mir persönlich hilft diese Isolation gerade tatsächlich sehr dabei, mir das immer bewusster noch zu machen, dass außer mir nichts und niemand in der Lage ist, mich glücklich zu machen. Da kann passieren, und da kann sich auf den Kopf stellen, wer will und was will, wenn ich die Entscheidung treffe, jetzt aus irgendwas ein Drama zu machen, da kann mich dann niemand dran hindern. Also man kann es versuchen und man kann damit auch erfolgreich sein, aber wenn ich per se keinen Bock drauf habe, jetzt was anderes zu machen als ein Drama aus meiner Situation, kann da keiner was dran ändern. Mir hilft das sehr, mir das bewusst zu machen und auch bewusst zu machen, dass ich alles habe, was ich brauche, um glücklich zu sein. Ich muss ja nur die Entscheidung treffen, glücklich zu sein und kein Drama mehr zu machen. Das alleine ist schon eine immens große Hilfe. So. Und dann ist halt eben das Ding, dass diese Isolation, die jetzt gerade seit 2 Jahren auch eine Dimension annimmt, die wir vorher nicht kannten, auch wieder nur eine Phase ist. Bitte denkt daran, das ist ganz wichtig, dass das Leben immer Phasen durchläuft. Nichts bleibt jemals, wie es ist. Nie. Immer sind alles, was wir durchleben, Phasen. Das ist auch sehr wertvoll für mich gewesen, das irgendwann zu verstehen und das mit im Kopf zu haben, in jeder Situation selber. Weil allein dadurch schon jedes Drama, das ich gemacht habe, auf jeden Fall ein Ende haben muss. Und da ich das weiß, fällt mir das wesentlich leichter, immer schneller, dieses Ende in mir zu besiegeln. Und zwar hier und jetzt, schnellstmöglich. Und dann ist tatsächlich der nächste Schritt, aus der Isolation wieder herauszukommen und wieder anzufangen, Dinge zusammenzumachen, aber vielleicht eben nicht mehr so wie früher zusammen streiten, zusammen sich das Leben zur Hölle machen, sondern mal das Gegenteil zu tun und dabei halt eben Kontakt und Gedankenhygiene auch weiter im Auge zu behalten und zu merken, mit dir geht es nicht, kein Problem, geh in Frieden, mach dein Ding, ich kümmere mich lieber oder ich verbringe meine Zeit lieber mit anderen Menschen, was mein gutes Recht ist. Und das wird jetzt tatsächlich auch durch diese Zerspaltung bis in die Familien hinein möglich, dass wir tatsächlich sogar aus toxischen Familienbindungen gerade rauskommen und die Möglichkeit erhalten,
automatisch im Gegenzug uns neue Freunde oder Familien um uns herum zu manifestieren, indem wir halt eben auf bestimmte, ne, offen auf alle zugehen und merken, ey, mit dir komme ich klar, mit dir nicht so, wunderbar, verbringe ich Zeit mit dem. Und dem und dem und dem. Und automatisch bin ich, das ist was, was mir, das ist mir vor 17 Jahren passiert. Fast 18. Da bin ich, dadurch, dass ich mein Leben geändert habe, haben sich natürlich auch meine Gedanken geändert. Und die meisten Leute, von denen ich, oder die meisten Leute, mit denen ich damals bestens befreundet war, so dicke, mega, einfach nichts mehr von mir wissen wollten. Weil sie mich nicht mehr verstanden haben. Weil ich habe früher, vorher im Prinzip quasi in ihrer Welt gelebt habe. Auf einmal habe ich in einer anderen Welt gelebt. Und dann war ich für die tatsächlich auch immer mehr wie ein Außerirdischer. Sie haben mich nicht mehr verstanden. Sie haben sich zum Teil angegriffen gefühlt durch Dinge, die ich gesagt habe. Obwohl das allerletzte, was ich war, oder das letzte, was ich wollte, war, die anzugreifen. War nie meine Absicht. Aber es ist automatisch das passiert, wovon ich gerade erzählt habe. Automatisch habe ich neue Leute kennengelernt, die halt mit dem, was ich dann gesagt habe, eben sehr wohl was anfangen konnte. Und das sind mitunter Leute, die mir bis heute erhalten blieben. Die ich heute immer noch habe. Von denen viele einfach nur ein Gefühl und ein Gedanken entfernt sind, wofür ich nicht mal WhatsApp oder Telegram oder sonst irgendetwas brauche, sondern die ich fühle, mit denen ich telepathieren kann. Und da gibt es so viele Beispiele für. Ich kann mal ein Video machen über meine telepathischen Erfahrungen, für die ich Zeugen habe, weil die diejenigen waren, die an diesen, die damit teilgenommen haben. Und das ist halt eben was, was wir uns gerade alles auch wieder freischalten können. Im Moment fangen wir tatsächlich an, uns zu erinnern, wer wir wirklich sind. Und das sind eben nicht unsere Körper. Wir sind nicht die Ahnen von irgendwem nur oder sowas. Wir sind Bewusstsein. Und mit diesem Bewusstsein kann man sich identifizieren. Und dann ist man auf einmal etwas völlig anderes, als man vorher war. Man ist dann nicht mehr der Körper, die Person, sonst irgendwas, was man früher gedacht hat, was man ist. Man ist auf einmal eine beobachtende Instanz, die Kontrolle über alles hat. Über alles, was dir im Leben passiert. Vor allen Dingen darauf, wie du auf das reagierst, was dir passiert. Und dann, wenn du das eine Weile machst, dann wirst du merken, dass immer weniger von dem, was du nicht möchtest, dass es passiert, passiert. Immer weniger. Das ist ein Prozess. Du festigst dich immer mehr und weißt immer besser genau, womit du zu tun hast. Und automatisch passt deine Materie, die du wahrnimmst, sich automatisch an, weil es eben doch nicht materiell ist, dieses Universum und diese Welt. Es ist nicht materiell. Die Wissenschaft weiß das seit Jahrzehnten bis 100 Jahren, wissen es, sie wissen es, aber sie sagen nicht, was das in der letzten Konsequenz bedeutet. Nämlich, dass wir quasi tatsächlich in einer virtuellen Welt leben, in einer Simulation, die wir in fünf Sinnen wahrnehmen und für völlig real halten. Das ist aber offensichtlich eben nicht so ganz. Und wenn man das dann halt mal sich erlaubt, eine Weile zu beobachten, und ich beobachte das jetzt seit 18 Jahren, dann ist logisch, dass man auf einmal Dinge sieht, die man vorher nicht gesehen hat und die auch keiner sehen kann, der so denkt, wie man vorher gedacht hat. Das ist Logik.
Wir haben uns einen Haufen Scheiße erzählen lassen, der von vorn bis hinten nicht stimmt. Da kommt die Wissenschaft mit einer Urknalltheorie und bla bla bla. Und es bleibt dabei, das sind alles, egal ob wir jetzt von einer flachen Erde reden oder von einer runden Erde, in welcher Form auch immer. Wie gesagt, hätte man uns erzählt, dass wir auf einem Würfel leben, dann würden wir jetzt glauben, wir würden auf einem Würfel leben. Und das wäre für uns völlig in Ordnung. Macht euch bewusst, dass es so ist. Hätten wir in der Schule gelernt, dass wir auf einem Würfel leben, dann würden wir jetzt alle denken, wir leben auf einem Würfel. Es bleibt dabei, dass all diese Modelle des Universums, des Sonnensystems, was auch immer, Erklärungen für die Materie sind, die wir wahrnehmen. Wenn uns bewusst wird, dass das alles simuliert ist, das ist ein, ich setze das immer in so ein, eigentlich kann ich mir das schenken, es ist simuliert, Punkt. Es ist genauso simuliert wie alles, was wir in einem Computerspiel erleben. Und wir sind die Betrachter. Und wir sind auch die, die spielen. Es ist nicht wie in der Matrix, dass wir ausgenutzt werden und bla. Wir sind Bewusstsein. Wir sind das, was alles ist. Ich finde das so klasse, dass ich mich zwischendurch mit immer mehr Leuten darüber unterhalten kann, die das mittlerweile auch checken, die das sehen, die auch so machen, immer wieder. Und da klatscht es regelrecht Beifall. Nicht mit den Händen, aber auf der Stirn. Und dass immer mehr Leute gerade anfangen zu verstehen, dass das hier nicht in der Form real ist, wie wir das immer gedacht haben. Und das eröffnet völlig neue Horizonte mit dem, was wir jetzt in die Hand bekommen. Wird keiner mehr nichts Besseres zu tun haben, als sich rumzukloppen mit irgendwem über irgendwas. Es wird in Zukunft obsolet sein. Dann haben wir auf einmal wieder mit uns selbst zu tun. Und dann ist das auch so einfach, die Verantwortung für sich selbst wieder zu übernehmen. Und dann wird unser Leben um einiges besser. Und wenn du gerade zu denen gehörst, die in Isolation leben und darunter leiden und auch Gefahr laufen, zu vereinsamen oder es schon sind, dann wisse einfach, es ist nur eine Phase. Keine Sorge, das wird nicht immer so bleiben. Es kann nicht immer so bleiben. Und wann es aufhört, liegt ausschließlich an dir und an deiner Entscheidung, endlich was zu ändern. Und da du wahrscheinlich, wenn du meine Videos hörst, eher zu denen gehörst, die da sowieso schon längst mit angefangen haben, kann ich dich noch mal mehr beruhigen. Dann wird das leicht für dich sein. Du musst es nur tun. Du musst einfach nur sagen, so, Schluss jetzt mit dem, was bisher war, mit meinen Perspektiven auch über gewisse Dinge. Ich möchte jetzt das Leben neu entdecken. Dabei halte ich mich einfach an die Leute, die mit mir klarkommen, wünsche denen den Frieden, die es nicht tun, und lebe mein Leben. Das ist die Chance, die wir gerade alle bekommen, wir selbst zu sein und wieder mit anderen zusammen schöne Dinge zu erleben. Produktive, die uns unser Leben sichern, nicht unser Überleben. Unser Leben, unser Überleben wird demnächst keine Frage mehr sein. Wenn wir aufhören, uns das Leben zur Hölle zu machen, dann ist die Gefahr ja gebannt.
Es ist alles Logik. Verzweifelt nicht. Bitte, bitte, bitte verzweifelt nicht. Das ist nämlich genau das, was dann passiert. Wenn man es einmal zugelassen hat, dass alles scheiße ist. Und man dann einfach nur noch hier raus will. Und bei den Berichten, die trotz, also obwohl ich kaum irgendwas anderes von anderen mitbekomme, bekomme ich trotzdem in den letzten Wochen verdammt oft mit, dass sich wieder jemand das Leben genommen hat. Es ist erschreckend, bemerkenswert, nicht wirklich erstaunlich. Ich kann das gerade niemandem übel nehmen, wenn er die Reißleine zieht. Weil das, was da draußen ist, und wenn wir das mitspielen und dann Teil dessen sind und das Teil unseres Lebens, dann würde ich auch nicht mehr wollen. Hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, mich hier zurückzuziehen, wüsste ich nicht, ob ich nicht längst die Reißleine gezogen hätte. Klar soweit? Nicht verzweifeln. Alles gut. Es ist nur eine Phase. Du bist du. Und es ist absolut gut so. Akzeptier, dass du so bist, wie du bist. Geh raus und guck, wer mit dir klarkommt. Und die von denen, die mit dir klarkommen und mit denen du dann auch noch klarkommst, verspreche ich dir, wirst du schöne Zeiten erleben. Ich wünsche dir den Frieden von Herzen. Ich wünschte, ich könnte dich glücklich machen. Aber wenn du es sein willst, dann tu es einfach selber. Dann braucht das keiner für dich zu machen. Und dann muss uns auch keiner mehr retten kommen oder sonst irgendwas. Dann brauchen wir keinen Retter. Dann sind wir gerettet, weil wir uns gerettet haben. Und wenn das ganz viele gemacht haben und vielleicht am Ende sogar alle, dann ist die Welt gerettet durch uns alle, ohne dass wir einen Messias gebraucht hätten. Dann sind wir alle Neo gewesen. Ich weiß nicht, wer den vierten Teil schon gesehen hat. Ich konnte nicht wirklich viel damit anfangen. Aber da war ein einziger Satz, der auf die ganze Quadrilogie so viel Sinn enthält. Das ist, wo Smith zu Neo sagt, der einzige Unterschied zwischen uns beiden ist eigentlich ausschließlich der, dass jeder sie hätte sein können. Also du, Neo. Und ich einfach nur alle war. Die Masse sind die Agenten. Die Masse verhält sich wie die Agenten. Durch die Masse leben die Agenten. Leben die Programme, die unser Leben kontrollieren und dabei über Leichen gehen und rücksichtslos, weil wie sollen Programme auch menschliches Empfinden haben? Aber die stecken in uns. Und wir können entscheiden, ob wir weiter Smiths sind oder ob wir zum Neo mutieren und anfangen, von uns selbst überzeugt zu sein, an uns selbst zu glauben, für uns selber der Auserwählte oder die Auserwählte zu sein und auf einmal ein ganz anderes Leben zu leben und leben zu können, als man sich das bisher überhaupt nur vorstellen konnte. Neo steckt in allen von uns. Und wir sind besetzt von Smiths. Und es ist nur eine Entscheidung. Will ich Neo sein? Will ich? Die hat uns nie einer vorher gefragt. Nie einer hat uns vorher die Wahl gegeben. Aber dieser Film gibt uns die Wahl auf einmal. Bin ich ein Smith oder bin ich ein Neo? Hey, die Wahl liegt bei jedem selber. Kann jeder von sich selber entscheiden. Tschüss mit Elf. Wenn dir das hier irgendetwas gegeben hat, dann fällt dir vielleicht noch irgendjemand anders ein, dem du den Link zu dem Video auch mal schicken kannst.
Ansonsten freue ich mich über Likes, wie jeder andere YouTuber, wobei es mir eigentlich scheißegal ist. Aber ich freue mich trotzdem drüber. Und ich freue mich halt auch über Kommentare. Vor allen Dingen, wenn sie eben entsprechendes Feedback dazu geben, wie ihr dazu denkt. Weil dann ist das nicht nur für den Algorithmus gut, sondern haben wir tatsächlich auch noch alle was davon, die Kommentare lesen können. Danke für alles und bis nächstes Mal. Da drücken. Tschüss.